dem Weg zum nächsten Einsatz ist Gino Meyer zügig unterwegs. Hier ist 30, Kamerad, ne? Ja, mein Gott, ich fahre 25,5. Ja, ist Maximalgeschwindigkeit, muss ich ausreizen. Ist ja nicht pro Person? Für Florian Winter und Gino Meyer ist allerdings auch Eile geboten. Denn in diesem Fall besteht akute Fluchtgefahr. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich hatte Sie angerufen. Sie hatten uns angerufen. Ja, Sie sind Frau... Verena Schmidt ist mein Name. Frau Schmidt. Ja. Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also ganz komisch. Ich bin hier in der Wohnung meines Sohnes zurzeit, weil der so krank ist und kümmere mich ein bisschen um ihn. Mhm. Und hier hinter den Büschen ist eine Frau mit einem Fernglas und die beobachtet schon die ganze Zeit das Haus. Gut, in welchem Bereich hält die Dame sich denn auf? Rechts oder links? Rechts von diesen Büschen. Da geht so ein kleiner Graben lang. Okay. Und hier rechts hinter den Büschen habe ich sie immer gesehen. Ja, schauen da war mal, sie eben auch noch. Sie halten sich aber so ein bisschen zurück. Ne? Nicht, dass wir sie nachher irgendwo dazwischen haben, wo wir sie gar nicht so gerne hätten. Nee, das wird nicht passieren. Gut, prima. Siehst du irgendwas? Ja. Siehst du ganz nach vorne? Die kniet da auf dem Boden. Vielen Dank. Die kniet da und hat ein Fernglas in der Hand. Ja. Ja gut, wenn ihr jetzt schnell Beine macht. Die guckt jetzt nicht auf die Rehe im Feld, die guckt schon richtig Richtung Haus, ne? Ornithologin oder so. Ja, irgendwie sowas. Wo ja Rehe nicht so viel mit Ornithologie zu tun haben. Nö, das ist wohl wahr. Schönen guten Tag. Haben Sie mich jetzt erschrocken? Oh, ja, das war unsere Absicht. Nein. Schönen guten Tag. Meier ist mein Name. Sie gucken seit gestern schon unser Haus an oder das Haus meines Sohnes. Ich habe Sie gestern hier schon hocken sehen und heute wieder den ganzen Tag. Ja, ich gehe öfter hierher. Ja, aber das sind keine Tiere oder... Natur, die Sie beobachten. Doch. Jetzt mal ganz kurz Tacheles. Ne? Wir sind ja nicht ohne Grund hier. Sie haben jetzt gerade hier gekniet. Wir haben das beobachtet, wie Sie zielgerichtet mit dem Fernglas Richtung dem Gebäude geschaut haben. Ist das verboten, hier ein bisschen zu gucken? Lassen Sie mich doch mal ausreden. Und da wollen wir natürlich wissen, warum Sie hier mit dem Fernglas zu dem Gebäude da vorne rüberschauen. Weil das wäre verboten, wenn Sie andere Leute ausspannen. Ne, ich habe hier nur in die Natur geguckt. Also Sie haben die ganze Zeit auf das Haus geguckt. Sogar, ich hätte sogar gesagt, auf die Wohnung meines Sohnes, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Wie kommen Sie denn da drauf? Wie heißt Ihr Sohn nochmal? Mein Sohn Julian Schmidt ist das. Julian. Genau. Der Name sagt Ihnen auch nichts. Ist Ihnen nicht bekannt. Das ist mein Ex-Freund. Die besorgte Mutter bestätigt, dass ihr Sohn für kurze Zeit eine Freundin hatte, von der er sich jedoch schnell wieder getrennt hat. Was wollten Sie denn von hier aus beobachten? Ist total unheimlich. Ja, ob er vielleicht eine neue hat oder so. Ah, die Eifersucht. Schon mal schlecht. Oh, ist er das? Da ist mein Sohn. Was machen Sie denn hier? Also, Ihre Mutter hat uns gerufen. Ja. Genau. Und vor allem solltest du im Bett bleiben, so wirst du nie gesund. Ich war ja. Mensch, Junge. Ich warte ja die ganze Zeit auf den Tee und es ist ja kalt auch. Ja, wenn du hier so draußen bist, guck mal, wer da im Feld die ganze Zeit gestanden hat. Ich kenne die Frau. Ja, das ist mein Ex. Nein. Also, sie sagt, sie wäre. Ihre Ex-Freundin? Nee, ich noch nie gesehen. Nicht deine was? Ex-Freundin. Nee, jetzt lüg doch nicht, jetzt sag's ich steh doch. Hey, kommen Sie mal zurück. Was haben Sie hier? Lassen wir ganz kurz die Hand weg. Oh, so. Das werde ich mal ganz kurz an mich nehmen. Das wird ja immer verrückter hier. Was haben Sie mit dem Messer vor? Ja, zur Selbstverteidigung, wenn man da so Vögel beobachtet. Ja, ist klar. Ja. Glauben Sie, wenn Sie hier so einen Spatz angreift, das ist vollkommen egal. Ich gucke trotzdem in Ihre Sachen. Wenn ein Spatz Sie angreift, hat Sie dann da weg mit dem Messer sich wehren oder was? Sonst noch irgendwas Auffälliges? Nee. Das aufgefundene Messer bei der Frau Weigel ist ganz klar ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Wir haben hier ein Jagdmesser mit einer feststehenden Klinge über die erlaubte Länge hinaus, beidseitig angeschliffen. Dies ist definitiv ein verbotener Gegenstand und nach dem Waffengesetz nicht erlaubt. Also irgendwie verstehe ich das Ganze nicht so. Sie behaupten, das ist Ihr Ex-Freund, er behauptet, Sie nicht zu kennen. Frau Weigel, irgendwo müssen Sie mal Butter bei der Fische tun. Frau Weigel, ja? Hier im Haus wohnt ein Herr Weigel. Okay. Vielleicht hat sie ja mit ihm was zu tun. Also Frau Weigel. Aber auf keinen Fall. Komm, Butter bei der Fische Mann. Ist also Ihr Mann. Mein Ex. Aha, quasi. Ihr Ex-Mann. Ob der eine neue hat oder was? Oder worum geht's? Ja, genau. Ja, okay, dann sollten wir vielleicht doch mal diese Situation klären. Ich denke mal, Ex-Mann befragen dann kriegen Sie auch dazu. Eine klare Auskunft, ob er eine neue hat oder nicht. Mhm. Na, dann hat sich vielleicht Ihr weiteres Geschehen hier in der Perspektive auf jeden Fall erledigt. Na? Würde ich mal sagen. Sollen wir mal klingeln? Sie wohnen dann eine Etage drüber oder daneben? Dann oder einfach was? Auch wieder. Ja, gehen Sie einfach hoch. Bett. Und wenn wir noch was brauchen, weil er muss hier vorne aus der Luft raus. Ne? Genau. Dann also gute Besserung. Dank. Ne? Ja, danke. Nichts für ungut. Ja, komm, ich klingel mal hier. Die Tür ist ja schon auf, dann weiß er auf jeden Fall schon Bescheid, dass. Ne? So wird's aussehen. Genau, dann weiß er Bescheid, dass wir kommen.
Dann gucken wir mal, wo die Tür aufgeht. Sie wissen, welche Wohnung? Aha, ist okay. Hallo. Was ist los? Dürfen wir vielleicht noch mal einen Augenblick reinkommen? Sie kennen sich ja, ne? Ja. Gut, das haben wir nämlich schon erfahren. Nachbarschaft und so muss ja nicht immer alles mitkriegen. Wir kommen mal gerade rein. Zumindest scheint es eine Verbindung zwischen der schweigsamen Dame und dem Mann zu geben. Und die hat einen höchst kriminellen Hintergrund. Sie wohnen jetzt schon lange hier oder wie ja, ist das? Ja, ich wohne jetzt seit 2 Monaten jetzt hier. Okay. Also, ach, ganz frisch zugezogen hier? Ja, ja. Okay. Wo haben Sie vorher gewohnt? Ich war im Knast. Ach so, also Adresse JVA. Genau, vor zehn Jahren, da habe ich einen Banküberfall gemacht. Okay, also das ist abgeurteilt. Das ist, Sie müssen uns da jetzt nicht Info drüber geben. Ich habe eine Vermutung jetzt hier. Dann bitte. Auf der Flucht, da habe ich 20.000 Euro verloren. Und die haben mich auch gekriegt und ich hatte auch einen Komplizen dabei. Der wurde auch gefasst? Der wurde auch gefasst, der kam auch eher raus und der war dann länger drin. Die hat mich ein paar Mal besucht und dann ist sie nachher mit ihnen zusammengekommen, der heißt Benno. Und ich denke mal jetzt, ich glaube, dass sie mich erpressen wollen, weil sie mich schon damals auch ein paar Mal im Gefängnis nachgefragt haben, wo die 20.000, genau. Aber die habe ich aber verloren, die habe ich wirklich verloren und... Ja gut. Schickt dich Benno ist oder natürlich was? Ich glaube, dass ne? Benno... Kleinen Moment mal. Was sagen Sie denn jetzt zu den Anschuldigungen? Ja, das stimmt. Das heißt, Sie sollten jetzt hier ihn, Druck sag ich mal, erpressen oder was, das Geld an Land schaffen und dann? Und dann sollte ich Benno anrufen und dann wollte er vorbeikommen und die Kohle holen. Aha, da haben wir ja schon mal einen Ansatzpunkt. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Du denkst das Gleiche. Ich denke das Gleiche wie du. Können wir das riskieren, dass Sie ihn anrufen? Und wir sagen der Leitstelle einmal Bescheid, dass die vielleicht noch weitere Kräfte in den Hinterhand halten. Und, weil das kann ja auch ins Auge gehen. Für uns trat plötzlich ein glücklicher Umstand ein. Konfrontiert mit dieser ganzen Situation, von der Polizei quasi erwischt worden zu sein, konfrontiert mit ihrem Ex-Mann und dessen Aussagen, hat sie eine kleine Meinungsänderung vollzogen, die uns zugute kam. Denn letztendlich hatte sie sich dazu entschlossen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ja, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ihr jetziger Freund sie zu dieser Handlung gezwungen hat. Also er hat sie wirklich massiv angegangen, um sie zu dieser Handlung zu zwingen. Ich würde das so machen. Lass uns mal draußen den Wagen umsetzen. Der steht direkt vor der Haustür. Der steht direkt vor der Haustür. Das ganze Spiel nicht. Würdest du die Sachen mitnehmen? Ja, einmal kurz in den Wagen von ihr, also die Sachen von ihr in unseren Wagen packen. Ich sage der Leitstelle einmal kurz, was wir hier vorhaben. Mhm. Dass die auf jeden Fall unter Umständen hier Kräfte im Nahbereich postieren. Sollte besser das Ganze nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Ja, ist gut. So machen wir das. Ja? Dass Sie vielleicht sich hier auf die Couch setzen. Ja, ich sollte den Peter ja eigentlich fesseln. Okay, was wir zu fesseln? Ja so tun, als ob er dann würde ich genau, dann würde ich vorschlagen. Dann setzen Sie sich hier auf die Couch. Setzen mich hier hin. Genau, halten sich die Hände auf den Rücken und imitieren die Situation. Hör mal, wir sind gerade dabei, das Ganze hier so ein bisschen zu stellen. Genau. Er sollte gefesselt sein. Also quasi tun Sie die Hände mal nach hinten, spielen so. Sie würden dann die Türe öffnen, ihn reinlassen. Und wir beide stellen uns hier vorne im Wohnzimmer auf und dann versuchen wir, ihn zu überwältigen. Sobald er reinkommt, machen wir noch runter. Müssen wir natürlich gucken. Sollte er jetzt irgendwas in der Hand haben, Messer oder was, müssen wir natürlich ganz anders rangehen. Ne? Ja. Und ja, dann würde ich Sie jetzt bitten, tätigen Sie den Anruf. Mhm. Wir postieren uns hier. Der Plan ist risikoreich. Nicht nur die Beamten setzen sich damit einer großen Gefahr aus. Auch die junge Frau könnte schnell in die Schusslinie geraten. Durchatmen. Jetzt schon also junge Frau, warten Sie, bis es klingelt und dann alles ruhig. Führen Sie ihn hier ins Wohnzimmer. Am besten da lassen Sie ihn vorgehen, dass Sie nicht vorlaufen. Ja? Und dann... Toi, toi. Machen wir schon irgendwie. Jawohl. Dann ist das nicht zu großer Brocken. Ja. Da ist er. Bist du schön gefesselt, du Idiot, ne? Arm raus. Was wollt ihr? Schmeiß auf. Was seid ihr eigentlich? Was ist das für eine Scheiße? Ja! Ja, ist okay, Mann, ist okay! Okay? Ja, was ist das? Dann einmal umdrehen. Was soll der Scheiß? Drehst du nicht rüber? Zu dir rüber. Seid echte Bullen! Dreh rüber. Nimm Fingerhebel dabei. Ja, ist doch gut, was ist denn los? Was ist denn los? Komm rüber. Ja, ist gut. Arm nach hinten.
Klappert sie, ist doch gut, Mann! Ist doch gut! Okay. So. Weißt euch erstmal aus! Okay, hast du? Hey, drück mal deinen Arsch ins Gesicht da! Meine Handfessel. Ja, ist doch gut, ich bin locker! Hast du? Mann! Dicke Arme. Ja, ich bin ruhig. Okay. Reicht. So, okay. So. Andere Vorschicken hier. Okay, drehen wir einmal rum. Ja, langsam. So. Langsam, ich habe ein verletztes Knie. Okay. So. Was soll denn der Scheiß hey, hier? Ganz ruhig, ganz ruhig, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig, bringt so nichts. Das geschieht dir recht jetzt. Kleines Dreckstück, ey. Ihr zwei passt ja zusammen. Okay, wollen Sie sich... Ich sag gar nichts, wenn man dann so, jetzt ist also mal absolute Ruhe hier. So, Sie weisen sich erstmal aus hier. Woher sollen wissen, dass Sie echte Polizisten sind? Hä? Also. Was soll das denn sonst sein? Ja, was Sie wollen hier abschieben? Sie wollen sich nicht dazu äußern, gar nicht. Nee. Der Verdächtige ist sicher, dass sein ehemaliger Komplize das Geld aus dem Banküberfall beiseite geschafft hat, um nicht teilen zu müssen. Um sein eigenes Risiko so gering wie möglich zu halten, hatte er seine Freundin vorgeschickt, um sie die Drecksarbeit machen zu lassen. Welches Bein können Sie denn unterschlagen? Das hier ist kaputt. Ihr habt mir das, das Bein rummachen. Kaputt gemacht. Das rummachen. Anwinkeln. Ja. Und zu mir, zu dem Kollegen rüber. Okay. Wunderbar. So, dann gehen wir mal raus. Mal.